In diesem Video bearbeite ich den Konzepttest zum Thema Wärmeleitfähigkeit. Die folgende Frage soll beantwortet werden. Welche Aussage oder Aussagen über die Wärmeleitfähigkeit von ruhenden Gasen ist oder sind korrekt? A. Xenon bei 1 bar leitet besser als Argon bei 1 bar. B. Luft bei 1 bar leitet besser als Wasserstoff bei 1 bar. C. Luft bei 1 bar leitet besser als Luft bei 0,1 bar. Und D. Luft bei 50 Grad Celsius leitet besser als Luft bei 25 Grad Celsius. Bevor ich die Aussagen einzeln beantworten werde, erkläre ich den Begriff der Wärmeleitfähigkeit. Danach werde ich die Abhängigkeiten der Wärmeleitfähigkeiten vorstellen. Anschließend gehe ich auf die wichtigsten Eigenschaften der im Konzepttest genannten Stoffe ein, die für die Beantwortung der einzelnen Aussagen notwendig sind. Und am Ende befindet sich dann noch eine knappe Zusammenfassung der Ergebnisse. Nun klären wir zuallererst einmal, was man unter Wärmeleitfähigkeit versteht. Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt den Transport von Energie in Form von Wärme durch ein ruhendes Medium aufgrund eines Temperaturgefälles. Lambda ist der Proportionalitätsfaktor zwischen Wärmeflussdichte und Temperaturgradient. Es gilt das erste Fourierische Gesetz, das lautet, Wärmeflussdichte ist gleich minus Lambda mal Temperaturgradient. Als nächstes werden die Abhängigkeiten der Wärmeleitfähigkeit vorgestellt. Die Wärmeleitfähigkeit von Gasen lässt sich aus der kinetischen Gastheorie abschätzen. Lambda ist proportional der mittleren freien Weglänge und der mittleren Geschwindigkeit der Gasmoleküle. Die mittlere freie Weglänge ist umso größer, je kleiner der Durchmesser des Gasteilchens ist. Die Geschwindigkeit ist umso größer, je höher die Temperatur und je kleiner die Masse des Gasteilchens ist. Weiterhin ist die Wärmeleitfähigkeit eines Gases weitgehend unabhängig vom Druck. In der vorliegenden Tabelle sind verschiedene Eigenschaften der Atommoleküle aufgeführt. Dabei fällt auf, dass Xenon das eindeutig schwere Molekül ist. Kommen wir nun zu der Beantwortung der ersten Aussage. Xenon bar 1 bar leitet besser als Argon bar 1 bar. Diese Aussage ist falsch. Die Begründung dafür liegt an dem Gewicht der Moleküle. Schwere Moleküle bewegen sich langsamer als leichte, daher verläuft auch die Wärmeleitfähigkeit langsamer. In unserem Fall ist Xenon das schwere Molekül, das heißt, Xenon leitet die Wärme langsamer als Argon. Also lautet die Schlussfolgerung, dass Argon bei 1 bar besser leitet als Xenon. Für die Aussage B trifft die gleiche Begründung zu wie auf die Aussage A. Hierzu sind erneut die Dichten und die molaren Massen der beiden Stoffe in der abgebildeten Tabelle zu sehen. Folglich ist auch diese Aussage falsch. Hier noch einmal die Begründung. Wasserstoff ist das leichteste Molekül und da Luft aus großen Teilen Sauerstoff und Stickstoff besteht, ist Luft schwerer als Wasserstoff. Schlussfolglich leitet Wasserstoff besser als Luft. Bei der Aussage C dreht es sich dieses Mal nicht um Gewichte der Moleküle, sondern um den Druck. Die Wärmeleitfähigkeit ist nicht druckabhängig, außer bei den Drücken von 0,1 bis 1000 Pascal. In dieser Aussage kommen jedoch Drücke von 1 und 0,1 bar vor, was 100.000 und 10.000 Pascal entspricht. Somit kann man die Abhängigkeit vernachlässigen. Daraus folgt, dass die Leitfähigkeit von Luft bei 1 und 0,1 bar gleich ist und somit diese Aussage erneut falsch. Bei der letzten Aussage geht es um die Temperatur. Wenn die Temperatur gesteigert wird, so steigert sich auch die Teilchengeschwindigkeit. Wenn sich wiederum die Teilchen schneller bewegen, so wird auch die Wärme schneller transportiert. Diese Aussage ist somit richtig. Zum Schluss befindet sich auf dieser Folie noch einmal eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Ich hoffe, dieses Video hat den Konzepttest verständlich erklärt.